ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Ich bin immer noch in der Türkei und versuche euch immer noch leckere Rezepte aus der Türkei zu zeigen. Es ist jetzt im Moment Zitronen- und Orangenzeit. Wenn ich an den Bäumen die Zitronen sehe, fallen mir so viele Rezepte ein. Ich habe hier so viele Zitronenkuchen gebacken. Eins davon möchte ich euch heute zeigen und komme dann auch zu den Zutaten dazu. Ich habe Zitronen frisch vom Baum gepflückt. Das ist alles Natur. Man kann die Schale, alles benutzen. Ich werde heute einen leckeren Zitronenkuchen machen, weil wir haben so viele Zitronen am Baum. Ich weiß gar nicht, was man alles damit machen sollte. Man kann Limonade machen, Kuchen backen, einfach so in den Tee hineingeben. Das ist alles so natürlich und lecker. Ich werde so ungefähr 4 Zitronen erstmal reiben, damit ich die Zitronenschale für den Kuchen benutzen kann. Ich habe die Schale von 4 Zitronen gerieben und den Saft gepresst. Für den Teig brauchen wir 4 Eier, 250 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 150 Gramm weiche Margarine, 100 ml Milch, 100 ml Öl, ein Päckchen Backpulver und 300 Gramm Mehl. Und natürlich Zitronenschale und Zitronensaft, welches ich schon vorbereitet habe. Ich werde erstmal die Eier mit dem Zucker und Vanillezuckercreme schlagen. Jetzt gebe ich die Milch, das Öl und die Margarine hinein. Ich mische Backpulver mit dem Mehl und werde es dann nach und nach in die Einmischung hineingeben und den Teig vorbereiten. Jetzt gebe ich geriebene Zitronenschale hinein und die Hälfte von dem Zitronensaft. Ich habe jetzt eine Auflaufform mit Öl bestrichen und gebe den Teig hinein. Ihr könnt den Kuchen auch auf einem Blech backen. Für die Creme nehme ich 2 Packungen Paradiescreme. Ich habe mit Kokosgeschmack genommen. Ihr könnt beliebig jede Sorte nehmen und wenn ihr findet, natürlich auch Zitronengeschmack. Ich werde das mit kalter Milch schlagen. Ich gebe noch zusätzlich 3 Esslöffel Frischkäse hinein. Ich gebe jetzt Saft einer ganzen Zitrone hinein. Ich habe noch eine Packung Mascarpone hineingegeben. Ich gebe die Creme jetzt über den schon ausgekühlten Kuchen und streiche das einmal glatt. Ich habe dann ein bisschen Schokoladenflocken noch hineingegeben. Das ist alles optional. Ich hatte Paradiescreme aus Deutschland mitgebracht. Ich habe 3 ganze Zitronen ausgepresst und 2 Orangen. Ihr könnt natürlich auch Orangensaft nehmen und gebe jetzt so ungefähr 3 Esslöffel Puderzucker und 3 Esslöffel Speisestärke hinein und koche das einmal auf. Ich habe das jetzt einmal aufgekocht, lasse es ein bisschen auskühlen und gebe das über den Kuchen. Achtet darauf, dass das nicht zu heiß ist, sonst schmilzt euch die Creme. Und jetzt gebe ich das löffelweise über den Kuchen.
dass euch auch dieses Rezept gefällt. Probiert das unbedingt aus. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.